Bin ich jetzt Gast in der Schlagerwelt hier auf Radio Melodie. Zwei junge Frauen, die jetzt so richtig durchstarten. Anfangsmonat ist bei uns auf dem Bürotisch zuerst mal ein Single gelandet. Herzbeben heisst das Projekt. Und herzlich willkommen, wenn wir jetzt zuschalten, Scarlett und Zuleia. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Sind wir ja wieder wirklich sehr international in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz. Zuleia, du bist, glaube ich, in Deutschland. Ist das richtig? Genau, in Düsseldorf. Und Scarlett ist zugeschaltet aus Mallorca. Richtig. Von der schönsten Insel der Welt. Da wäre ich jetzt auch gern. Da wären jetzt ganz viele gerne natürlich. Getroffen. Das erste Mal habt ihr euch, glaube ich, schon vor fast 10 Jahren bei Popstars im 2012. Ist das richtig so? Das ist richtig und das ist schon sehr, sehr lange her tatsächlich, ja. Da habt ihr euch kennengelernt, habt da mitgemacht, habt ihr nachher quasi Einzelkarrieren, als Einzelkämpferinnen wart ihr unterwegs. Was habt ihr so gemacht in dieser Zeit? Zuleia? Also ich singe bis heute nach meiner Popstars-Zeit in einer Familienband. Das heißt, über Popstars habe ich quasi meinen heutigen Schwager kennenlernen dürfen, der mich sozusagen geschminkt hat. Und mich dann danach, nach der Zeit, überredet hat, in seiner Familienband zu singen. So habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Und ja, das Schicksal hat es so gewollt mit mir quasi. Das war mein Weg. Und bis heute habe ich, also bis natürlich vor Herzbeben, vor der Geburt von Herzbeben, habe ich in einer Hochzeitsband, Partyband gesungen. Und das bleibt bestehen oder ist das jetzt vorbei? Je nachdem, wie es mit Herzbeben läuft. Also ich habe mich natürlich jetzt für Herzbeben entschieden und das ist natürlich jetzt auch meine absolute Priorität. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Scarlett, was hast denn du nach den ersten Anfängen bei Popstars gemacht? Also ich war musikalisch in einigen Bands tätig, allerdings eine ganz andere Richtung, also aus dem Rock- und Metal-Bereich. Und später, nachdem ich mich auf Mallorca festgesetzt habe, bin ich als DJ unterwegs gewesen und habe auch mitunter gesungen. Und dort bin ich mehr oder weniger entdeckt worden und gefragt worden, ob ich denn nicht im Megapark am Ballermann als Solokünstlerin auftreten möchte. Und 2019 durfte ich dann die Megapark-Hymne übernehmen, singen quasi und habe dann als Schlager, Party-Schlager-Artist im Solo-Bereich gesungen. Und wie habt ihr euch denn jetzt quasi wiedergefunden? Wie ist es jetzt zum Projekt Herzbeben gekommen? Also ich war auf Mallorca für ein anderes Projekt, ein privates Projekt, also gar nichts Besonderes. Und auf jeden Fall hatte ich mich daran erinnert, dass sie Scarlett dort wohnt und habe sie natürlich direkt kontaktiert und sie gefragt, ob sie mir helfen würde, weil sie ja dort lebt und die Hotspots kennt. Und sie war auch total begeistert und dabei. Und dann haben wir uns wieder gesehen, sofort hat es wieder gefunkt. Wir haben uns genauso verstanden wie früher, weil wir haben uns immer sehr gemocht. Und dann bin ich natürlich mit so einem kleinen traurigen Auge wieder nach Hause geflogen nach den Tagen. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass nach ein paar Tagen wirklich der Anruf kam von ihr, wo sie mich dann quasi gefragt hat, ob ich mit ihr das Projekt Herzbeben ins Leben rufen möchte. Ich habe natürlich auch direkt ohne Zögern Ja gesagt, weil ich das total toll fand. Irgendwie finde ich noch lustig, der aktuelle Titel Uns gehört die Welt, da geht es ja auch quasi um die große Liebe, die man einmal hatte, als Kind vielleicht hatte und plötzlich dann wieder getroffen hat. Spiegelt das irgendwann auch euch typisch jetzt in diesem Song? Ja, das spiegelt uns auch wieder, finde ich, weil wir hatten schon, also das ist das in dem Song Uns gehört die Welt, ist das große Thema Liebe. Aber
Es ist nicht spezifisch. Das heißt, man kann es auf wirklich auf alles auslegen, auf die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Bruder und Schwester, zwischen Freund und Freundin, zwischen zwei Freundinnen. Und in unserem Fall passt es halt, weil wir uns früher total gern gehabt haben, uns 10 Jahre lang aus den Augen verloren haben und uns dann wieder zusammengetan haben. Also das passt tatsächlich auch auf unsere Geschichte. Das große Ganze ist damit auf jeden Fall gut widergespiegelt. Herzbeben, uns gehört die Welt. Jetzt arbeitet ihr als Produzent, habt ihr, ist angegeben, Tim Peters, kein Unbekannter. Und soviel ich herausgelesen habe, habt Daniel Sommer und Sebastian Wurth zusammen mit anderen noch den Titel geschrieben. Wie seid ihr auf quasi das Team Düsseldorf gekommen? Ja, wir sitzen ja quasi an der Quelle, ne? Durch Zuleya, sie ist ja in Düsseldorf. Unser Management ist auch in der Nähe, Oberhausen. Das heißt, da kennt man sich und wir haben das Demo angeboten bekommen und fanden das super und haben uns sofort drin verliebt und waren uns klar, das passt wie Faust aufs Auge. Und wenn Tim Peters das produziert, dann, ja, ich glaube, dann ist es. Ist es klar, dass No das auf words jeden Fall needed. was Gutes wird? Wie seid ihr überhaupt auf den Namen Herzbeben gekommen? Hat das mit Helene Fischer etwas zu tun? Im Also das weitesten darf die Sinn, Scarlett oder? gerne erklären, weil die Scarlett hat uns tatsächlich den Namen vorgeschlagen. Nee, also mit Helene Fischer hat es tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun. Mir kam dieses Wort einfach in den Kopf. Also wir haben gesagt, wir brauchen einen Bandnamen, haben alle überlegt und ich kann es gar nicht sagen. Es gibt auch leider keine spannende Geschichte dazu, aber dieses Wort kam mir einfach plötzlich so in den Sinn. Wahrscheinlich, weil ich mich einfach in dem Moment auch auf mich konzentriert habe. Also ich lag im Bett und habe die Augen zugehabt und vielleicht hat es mit meinem Herzschlag zu tun gehabt, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es ist ja keine wirklich spannende Geschichte dazu. In dem Promotext steht, dass ihr sehr unterschiedliche Charakteren seid, etwas schnell und jetzt muss es gehen. Und Scarlett, du bist, glaube ich, eher die organisatorische, die eher ruhige. Kommt ihr da gut zu Schlag miteinander? Also ich finde, wir passen super zueinander, weil was ich zu viel habe, kann sie natürlich auffangen, indem sie mich wieder runterpolt. Oder ich kann sie auf der anderen Seite natürlich auch aufpushen und sagen, komm, wir machen das jetzt und so machen wir das und bla bla. Und sie sagt dann immer so, nein, Süli, lass uns das doch mal von dieser Seite angehen. Also das ergänzt sich total gut, weil ich sag mal, wenn du einen explosiven Charakter hast, und noch einen dazu, dann könnte es ganz schnell auf Widerstand stoßen. Aber wenn du jemanden hast, der ein bisschen ruhiger ist und jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Temperament hat, dann ergänzt sich das total. Ich kann es gar nicht so wirklich in Worte fassen, was dem irgendwie gerecht werden würde. Aber ich habe die Erfahrung tatsächlich mit der Scarlett jetzt schon in der letzten Zeit gemacht, dass das einfach total gut klappt. Zum neuen Titel Uns gehört die Welt von Herzbeben gibt es ja auch ein Video und das ist fulminant gestartet, kurz nach 2, 3, 4 Tage nach Veröffentlichung, über 30.000 Aufrufe. Das ist schon ein gutes Vorzeichen auch für die weiteren Projekte. Ja, das ist tatsächlich, also darüber haben wir uns unglaublich gefreut, weil man weiß ja auch immer nicht, wie kommt es denn jetzt an und uns kennt keiner, klickt überhaupt, will überhaupt jemand wissen, was wir da gemacht haben. Und das ehrt uns natürlich riesig, dass es einfach schon 30.000 Klicks hat in so kurzer Zeit. Jetzt seid ihr weit auseinander. Düsseldorf und Mallorca ist ja nicht gerade nebeneinander. Wie plant ihr, wenn ihr dann nach der Corona-Zeit auftreten könnt? Wie plant ihr die Organisation? Fliegt ihr sehr viel hin und her oder wie soll das gehen? Ja, Genau, darauf wir wird es dann fliegen hin und wahrscheinlich her. hinauslaufen. Ja.
Viel hin und Punkt. her. Du bist ja in Mallorca, Sky, du bist ja in Mallorca sehr ein fester Bestandteil in der Szene. Gibt es da schon Pläne, wie ihr showmäßig auftreten möchtet? Also das Problem ist natürlich, durch die aktuelle Situation kann man eigentlich noch gar nicht richtig planen. Wir werden uns jetzt überraschen lassen, werden abwarten, was möglich sein wird und werden dann dementsprechend uns danach richten, weil anders können wir es ja auch gar nicht machen, schlussendlich. Ja. Ja. Aktuell nicht viele Auftritte wegen Corona. Fernseh wäre theoretisch möglich. Gibt es da bereits erste Interessenten oder müsst ihr daran noch arbeiten? Also generell dürfen wir natürlich nichts jetzt quasi vorab von unseren Zukunftsplänen oder Arrangements erzählen. Deswegen an dieser Stelle können wir natürlich jetzt noch nichts verraten. Aber was wir sagen können, ist, dass da noch ganz viel auf euch zukommen wird, was uns natürlich besonders stolz macht. Ja, aber. Ja, das war's dann erstmal, was wir dazu sagen können, quasi. Musikalisch habt ihr ja jetzt einen ersten Titel. Meistens sind schon die nächsten in Planung. Habt ihr die schon in Planung oder sind die zum Teil schon aufgenommen oder produziert? Aus dem Grund, dass ich ja nicht vor Ort bin und wir die Zeit dementsprechend nutzen müssen, haben wir auch schon vorproduziert und sind auf jeden Fall schon sehr gut aufgestellt. Eine Nummer ist geiler als die andere. Ich sag's euch. Ich kann nichts dafür. Es tut mir leid. Ich finde die alle mega. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher. Nee, die Wir sind haben alle aber voll geil. natürlich auch ein wahnsinnig gutes Team hinter uns. Also da sind so unglaublich talentierte Menschen, die uns da helfen. Und ja, wir sind so dankbar dafür, mit solchen großen Namen auch zusammenarbeiten zu dürfen. Ihr seid schon recht aktiv in den Social Medias. Webseite gibt es, glaube ich, noch nicht. Wie sieht das aus? Das machst du vor allem, glaube ich, Scarlett. Genau, also die Website ist gerade noch in Arbeit. Social Media sind wir aber schon vertreten, also auf Instagram, auf Facebook, TikTok, YouTube findet man uns überall unter Herzbeben offiziell. Jetzt hoffen wir, dass ihr voll durchstartet, auch natürlich nicht nur bei YouTube, sondern auch bei den Radiostationen. Aber das sehe ich schon in den ersten Tendenzen, dass das ganz gut kommen wird. Wir drücken die Daumen und wir hören uns sicher in den nächsten paar Monaten da mal oder da und sicher auch mit neuen Titeln. Danke vielmals, dass ihr Zeit hattet für uns und weiterhin alles Gute. Danke, dass wir da Ja, sein vielen lieben durften. Dank. Dankeschön.